Emerging Markets gehören in jedes breit diversifizierte Portfolio, egal ob nun in Form von Aktien, Anleihen, Fonds oder auch Private Equity. Einer der spannendsten Investitionsstandorte aus diesem Segment ist Indien. Davon ist Guido Hupe von Red Ribbon Capital Partners überzeugt. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Ja, schönen guten Tag, Herr Franek. Ja, was fasziniert Sie denn persönlich an Indien, Herr Hupe? Ja, Indien ist ein buntes, kulturell sehr vielfältiges Land mit sensationell tollen Bauwerken. Denken wir an das Taj Mahal oder an den Lake Palace von Udaipur. Darüber hinaus leben die unterschiedlichsten Volks- und Religionsgemeinschaften dort. Gesprochen werden 4 unterschiedliche Sprachen. Von der Größe des Landes her ist Indien auch überwältigend mit 3,3 Millionen Quadratkilometern gegenüber Deutschland mit 360.000. Es leben dort 1,4 Milliarden Menschen, in Deutschland 80 Millionen. Und man hat eine ähnliche Struktur in Indien mit 28 Bundesländern wie in Deutschland. Darüber hinaus ist nominal betrachtet Indien die fünftgrößte Weltwirtschaftsmacht aktuell. Haben Sie in der Tat einige spannende Zahlen zusammengetragen. Sie und Ihr Team haben auch 10 gute Gründe formuliert, warum man in Indien investieren sollte. All das glaube ich jedenfalls, wenn wir hier und heute nicht schaffen. Aber vielleicht können Sie uns die 2, 3 wichtigsten oder spannendsten aus Ihrer Sicht zumindest nennen. Ja, in der Tat. Es ist schwierig, da die 3 wichtigsten rauszusuchen. Aber aus unserer Sicht ist es die Demografie, die Struktur und das Wachstum. Von der Demografie her ist es so, dass Indien ein sehr niedriges Durchschnittsalter der Bevölkerung hat und daraus resultierend auch für die kommenden Jahre ein hohes Bevölkerungswachstum zu erwarten ist. Von der Struktur her ist Indien eine stabile, föderale, demokratische, aber auch säkulare Struktur. Und diese Komposition aus diesen dreien führt dazu, dass dort das Investitionsrisiko hinsichtlich lokaler Marktrisiken sehr niedrig ist. Hinzu kommt, dass in Indien ein Zusammenspiel gegeben ist zwischen Demografie, Demokratie, Kapitalismus und Globalisierung. Und dieses Zusammenspiel dieser 4 Komponenten führt dazu, dass Indien auch politisch gesehen ein Global Player werden wird und auf dem besten Wege dazu ist, aber auch das Wirtschaftswachstum weiterhin sehr stark befeuert wird. Wir haben in Indien seit 2003 ein Wirtschaftswachstum von 8%. Durch die Infrastrukturmaßnahmen des Landes und beispielsweise auch Unterstützung des Wohnungsbaus wird es dazu kommen, dass Indien in den nächsten 15 Jahren zu China aufschließen wird. Nur als kleines Beispiel nachgeschoben, in Indien werden in den nächsten 5 Jahren 83.000 Kilometer Straßenbau geplant. In Deutschland das Autobahnnetz beträgt 13.000 Kilometer, nur um so einen Vergleich mal darzustellen. Auch das sicherlich spannende Zahlen in der Tat. Herr Hupe, jede Investition erzielt immer eine Wirkung, wie es so schön heißt. Und damit sind wir recht schnell beim Thema Impact Investing, einem elementaren Punkt im Nachhaltigkeitsuniversum. Wie gehen Sie mit diesem Punkt in Ihrem Investmentprozess, in Ihrem Portfolio um? Ja, das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage. Wir haben die 3 Ps bei uns in der Investmentphilosophie implementiert. Das heißt, Planet, People, Profitability, und dieses spiegelt sich bei uns in dem Mainstream Impact Investment Ansatz wieder. Wichtiger Unterschied zu ESG ist, ESG teilt die Unternehmen nach dem Grad der Erfüllung dieser Kriterien ein, während Mainstream Impact Investment darauf abzielt, soziale, ökologische, positive, messbare Einflüsse zu erzielen und darüber hinaus noch einen Ertrag zu generieren, der über dem durchschnittlichen Marktdurchschnitt liegt. Als bestes plastisches Beispiel dazu kann ich die Eco-Hotel-Gruppe aufführen. Hierbei geht es darum, Bestandshotels zu sanieren und neue Hotels zu bauen. Allein bei dem Neubau von den neuen Hotels
ist durch Outside Building eine Reduktion des CO2-Ausstoßes von 60% zu erwarten. Hinzu kommt, dass wir nur mit Firmen zusammenarbeiten, die selber eine Reduktion des CO2-Ausstoßes vornehmen. Darüber hinaus werden in allen Hotels Photovoltaikanlagen und Stromspeicher installiert und wir achten darauf, dass Wasser sorgfältig verwendet wird und auch hier wieder aufbereitet wird. Das führt, kann in dem Zusammenhang zu 50% Einsparung führen. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter der Hotels aus der näheren Umgebung der entsprechenden Objekte rekrutiert und dazu angehalten, nach Möglichkeit mit irgendwelchen Elektrofahrzeugen zur Arbeit zu kommen oder das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Das führt, wie gesagt, nochmal zu 30% Einsparung. Darüber hinaus haben Sie den indischen Immobilienmarkt mit einer Fondslösung im Visier. Mit welcher Motivation? Ja, in der Tat. Wir haben hier den ersten indischen Immobilienfonds, der in Europa zugelassen wurde, aufgelegt. Die Motivation dahinter ist, den Anlegern eine intelligente Green Investment Lösung zu bieten, die nachweislich einen sozialen und umweltbezogenen ökologischen Impact erzielen kann, der messbar ist und durch Siegel wie LEED und GRIHA belegt wird. Darüber hinaus bietet diese Investmentmöglichkeit einen sehr hohen Schutz, da sie in diesem Bereich in einen Markt investieren, der mit sehr hoher gesetzlich geregelter Transparenz versehen ist. Und in Europa spricht man häufig von Blasenbildung. Durch die Entwicklung in Indien und das Bevölkerungswachstum sind wir hier noch sehr, sehr weit von Blasenbildung entfernt. Das waren viele, viele spannende Ideen und Anregungen mit Blick auf Indien. Abschließend, Herr Hupe, gefragt, woher rührt die fundierte Indien-Expertise bei Red Ribbon? Ja, wir haben einen Gründer, der geborener Inder ist. Wir haben aber auch sehr viele Mitarbeiter, die Native Speaker sind, die vor Ort in Indien sind und die auch dort genau wissen, mit welchen Unternehmen man dort zusammenarbeiten kann und von welchen man die Finger lassen kann, sollte, was sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, gerade bei Investments in Emerging Markets. Ganz herzlichen Dank, Guido Hupe von Red Ribbon Capital Partners. Das waren viele spannende Ausführungen zum Investitionsstandort Indien. Alles Gute für Sie. Tschüss.